will when you stay together. I don't need forever. After it, your laughter won't let me go. So I'm holding on this way. Besonders möchte ich begrüßen den Herrn Vizebürgermeister Georg Zimmermann. Gemeinderat Kreuschnick Manfred. Wie gesagt, die Veranstaltung geht folgendermaßen. Wir machen jetzt da eine Verlosung von Sachpreisen. Wir haben einen Haufen Sachpreise da. Von der Firma Ecker gesponsert, vom Krankenhaus St. Johann in Tirol gesponsert. Die Gemeinde hat sich natürlich auch 50 St. Johann Einkaufsgutscheine im Wert von 20 Euro gesponsert. Und vom Millecenter Kreuschnick haben wir auch zwei tolle Sachpreise, da eine Nespresso-Kaffeemaschine und einen Ecoline-Staubsauger von der Firma Miele. Die Gurgelbediener und die Betscher Christina, oder? Das werden heute unsere Glücksfee sein. Wir werden jetzt dann da die Preise holzieren. Und es wird so gemacht, jeder, was dort suchen wird, soll seinen Preis erhalten. Das ist natürlich heute durch das schlechte Wetter wahrscheinlich ein paar, was nicht gekommen sind, ein paar sind verhindert, sage ich mal, weil sie wahrscheinlich arbeiten müssen, so wie beim ECO, Schichtbetrieb, genauso im Krankenhaus, werden da einige sein, die Dienst haben oder arbeiten müssen. Wir haben gesagt, es sollte jeder, was da halt suchen wird, seinen Preis bekommen. Und jeder hat gesagt, dann schreit nochmal zur Tate. Diese Kiste da, da sind die ganzen Namen der ganzen Teilnehmer drinnen, die werden wir jetzt einmal aufschneiden, weil das ist für sie. Und unsere Glücksfee wird dann die Lose ziehen. Danke. Kleine Information noch, Toiletten oder so, das ist dort unten im Keller. Und dann da die Song, lass uns losgehen. Als erstes werden wir mal 15 St. Johanna Einkaufsgutscheine im Wert von 20 Euro verlosen. Die Nummer 1, Frau Stöckel Anna vom Bezirkskrankenhaus St. Johanna. Ist die Frau Stöckel Anna anwesend? Danke. Wir gratulieren der Gewinnerin. Nummer 2. Frau Strobel Maria, Gemeindeamt Sankt. Strobel Maria. Ja.
Nächste. Der Herr Brandner Stefan vom Gemeindeamt St. Johann. Die nächste ist die Frau Randl Lisa von der Firma Eckart. Ist die Frau Randl Lisa anwesend? Ich glaube nicht. Die Frau Leitner Manuela von der Firma Eckart. Ich glaube, die ist nicht anwesend. Die nächste Gewinnerin, Frau Weindl Christina von der Firma Eckart. Die nächste Gewinnerin, Frau Rudiger Judith von der Firma Eckart. Der Herr Farmer Martin von der Firma Eckart. Der glaube ich ist nicht da. Der Herr Keuschnick Roland von der Firma Eckart. Frau Resch Christine von der Gemeinde St. Johann. Herr Harasser Josef, Gemeindeamt St. Johann. Herzliche Gratulation. Der Herr Benker Hans-Peter vom Bezirkskrankenhaus. Der Herr Rief Walter von der Firma Eckart. Frau Seiwald Renate. Sanktian. Der Herr Danzel Matthias von der Firma Eckart. Du hast aber auch mitgehalten, du hast auch einen Preis verdient. So, jetzt darf ich sagen, gehen wir mal weiter mit Sachpreisen. Und zwar vom gesponsert Krankenhaus St. Johann in Tirol. Fangen wir mal mit dieser Kappe an. Gewonnen hat diese schöne Kappe Viereider Thomas Firma Eckart. Ein T-Shirt, die Frau Leitner Dagmar von der Firma Eckart. Ein tolles Sweatshirt, Frau Gogel Johanna, Firma Eckart. Haben wir noch ein tolles Poloshirt? Die Frau Mada Alexandra. Ist die Frau Mada Alexandra da? Nächster Preis, ein toller Ball. Die Frau Seva Uschi, Krankenhaus St. Johann. Ist die Uschi da? Gratuliere, Uschi. Haben wir dich beim Essen gestört. Jetzt tun wir gleich noch einen zweiten so einen tollen Ball nach, weil es so lustig war.
Der Herr Hauser Hans, Gemeinde am Sanktum. Einen Spezialball. Eine Adidas Sporttasche. Gewinnt Herr Zollweg Hansjörg von der Firma Ecker. Einen tollen Rucksack. Gewinnt der Herr Bacher Günther von der Firma Ecker. Herr Bacher Günther. Ein Kinderfahrradhelm. Gewinnt Herr Werner Andreas von der Firma Ecker. Dann geht es wieder weiter mit Einkaufsgutscheinen im Wert von 20 Euro. Gewonnen hat dies die Frau Voet Rebecca von der Gemeinde St. Johann. Frau Voet Rebecca. Der nächste Gewinner ist der Herr Ritter Georg von der Firma Ecker. Herr Ritter Georg. Der nächste Gewinner, Herr Janis Wolfgang von der Firma Ecker. Der Herr Haag Johann von Gemeindeamt St. Johann. Hans. Gratuliere uns. Frau Hechenberger Philipp Waldkraut, Bezirkskrankenhaus. Die nächste Gewinnerin ist die Frau Daxa Martina vom Krankenhaus St. Johann. Herzliche Gratulation. Die nächste Gewinnerin ist die Frau Kecht Barbara von der Firma Ecker. Der nächste Gewinner, Herr Steinkasserer Josef von der Firma Ecker. Der Herr Steinkasserer Josef. Die nächste Gewinnerin, die Gemeinderätin Hauser Andrea. Ich weiß nicht, nimmt das der Hans mit? Herzliche Gratulation. Die nächste Gewinnerin ist die Frau Bedivilla Erika, Krankenhaus St. Johann. Bedivilla Erika. Der nächste Gewinner ist der Herr Kiefer Anton von der Firma Ecker. Der nächste Gewinner, Herr Gasser Markus von der Firma Ecker. Der Herr Hauser Walter Thomas von der Gemeinde St. Johann. Herr Hauser Walter Thomas, Gemeinde St. Johann.
Der nächste Gewinner ist der Herr van der Liest, St. Jan. Geisler Markus. So, die nächsten Sachpreise. Das sind jetzt Sachpreise von der Firma Ecker. Da haben wir jetzt tolle Badehandtücher, Poloshirts, Regenschirme und drei Jacques Clément Damenuhren. Und jetzt sagen wir vorne nochmal mit den Badetüchern. Die Frau Petra Theresia. Das ist deine Schwester, gratuliere. Frau Heidbauer Andrea von der Firma Ecker. Frau Heidbauer Andrea. Herr Lehner Anton, Firma Ecker. Ein Ecker Badetuch. Herr Steiner Gustav, Firma Ecker. Der Herr Fröhlich Krüsand, Firma Ecker. Die nächsten 7 Preise, Poloshirt von der Firma Ecker. Die Frau Hauser Lisa, Gemeinde St. Jan. Hast du heute einen großen Gepäckträger mit für die Preise? Gratuliere. Herr Ernstberger Leonhard, Gemeinde und St. Jan. Herr Ernstberger Leonhard. Frau Plätzer Anneliese, Bezirkskrankenhaus St. Jan. Plätzer Anneliese. Herr Walch Dominik, Firma Ecker. Herr Grimbacher Jakob, Gemeinde und St. Jan. Ich hoffe, dass dieser XL ist. Frau Geisler Martina, Gemeindeamt. Herr Meier Ruppert, Gemeindeamt St. Jan. Herr Meier Ruppert. Wir haben noch 5 Badetücher von der Firma Ecker. Und der nächste Gewinner ist der Herr Rabe Kay, Firma Ecker. Frau Aschacher Karina, Gemeindeamt St. Jan. Aschacher Karina. Die nächste Gewinnerin ist die Frau Risa Elfriede vom Bezirkskrankenhaus. Risa Elfriede. Also eins muss ich schon mal sagen, du machst das super Ziehen. Du machst das echt gewaltig. Der nächste Gewinner ist der Herr Brückel Franz vom Krankenhaus St. Jan. Der nächste Gewinner, Ventola Marvin. Ein tolles Badetuch. Gratulation.
So auch der Tourismusverband St. Johann Kitzbühel-Alpen hat zwei tolle Preise gesponsert. Zwei Rucksäcke mit Inhalt. Das ist der Herr Rudolf G., Bezirkskrankenhaus. Den werden wir schon ausfindig machen. Herr Rudolf G. Der nächste Gewinner ist der Herr Truppmeier Robert von der Firma Eckert. Die Dazon passend zum Wetter heute, gesponsert von der Firma Ecker, 10 Regenschirme. Der Gewinner dieses Regenschirms ist der Herr Lindelbauer Franz vom Krankenhaus St. Jan. Frau Esterhammer Cecilia von der Firma Ecker. Frau Resch Dorothea. Einen Regenschirm, gratuliere. Der Litzinger Manuel hat auch einen Regenschirm gewonnen. Litzinger Manuel. Frau Markt Ulrike von der Gemeinde St. Johann. Frau Markt Ulrike. Frau Beinhopf Christine, Krankenhaus St. Johann. Herr Ebrecht Erich von der Firma Ecker. Passt natürlich zu der Eckerjacke dazu. Herr Planer Hubert von der Firma Ecker. Litzinger Stefan. Stefan der Bruder sind. So, jetzt haben wir mit den Schirmen fertig. Einen Schirm haben wir. Der Herr Heizmann Andreas von der Firma Ecker. So, jetzt haben wir noch 18 St. Johanna Einkaufsgutscheine im Wert von 20 Euro. Frau Kolschnick Adrien, Krankenhaus St. Johann. Da hinten kommen sie ja schon. Herzliche Gratulation. Bravo.
Herr Heidbauer kommt von der Firma Ecker. Man sieht, dass zu der Kasse wie das Geld kommt, gell? Der nächste Gewinner, Herr Hauser Thomas, Gemeinde St. Johann. Herr Hauser Thomas. Herr Fuchs Hubert, Gemeindeamt. Herr Fuchs Hubert. Der Herr Otner Willi, St. Johann. Frau Wieser Christine, Gemeinde St. Johann, vom Caritas-Zentrum. Höck Wolfgang, St. Johann. Herr Stojak Mio von der Firma Ecker. Herr Stojak Mio. Frau Wallner Resch Ingrid. Der Herr Födermeier Klaus von der Firma Ecker. Den habe ich irgendwo gesehen. Gratuliere. Gratulation, Klaus. Frau Drenka Maria. Frau Drenka Maria. Gratulation. Frau Bumberger Andrea, Gemeinde und Sankt Jan. Der Herr Meier Michael von der Firma Ecker. Herr Weiß Herbert von der Firma Ecker. Der Herr Weiß Herbert. Frau Leo Annemarie, Bezirkskrankenhaus. Herr Reiter Hans Getter, Bezirkskrankenhaus. Herr Reiter Hans Getter. Herr Plattner Thomas von der Firma Ecker. Der Herr Berger Thomas von der Firma Ecker. Vom Krankenhaus St. Johann Aussatz kennen. Rass Christian. Christian Rass, kommst du kurz raus? Und den Herrn Danzel Matthias hätte ich auch ganz gerne ausgebeten.
Ich muss einmal kurz die Herren vorstellen, wo du eigentlich die ganzen Sachpreise also hergekommen sind. Ganz herzlich begrüßen möchte ich den Ras Christian vom Krankenhaus St. Johann, die Triebshorn, der mich natürlich auch unterstützt hat, dass wir einen Haufen Teilnehmer dazu kriegen. Genauso wie die Firma Ecker, wo zuerst anscheinend ja, mehr oder weniger der Herr Bergdoll beteiligt, der ist jetzt zurzeit auf Urlaub in Frankreich mit dem Radl auf dem Weg. Und stellvertretend ist da der Herr Danzel Matthias von der Firma Ecker, der Verkaufsleiter. Stellvertretend. Gemeindemäßig, Herrn Zimmermann darf ich die kurz auszubieten. Herrn Vizebürgermeister Georg Zimmermann. Die Gemeinde hat ja tolle Preise gesponsert. Und jetzt werden wir die letzten Preise noch verlosen. Gemeinsam. Und dazu, wir fangen an mit der Firma Ecker. Da haben wir jetzt drei Jacques Clément Damenuhren von der Firma Ecker. Und du zeigst es. Gut, und zwar die Frau Malone Edith aus St. Johann. Gewonnen eine Damenuhr von der Firma Ecker. Die nächste Uhr hat gewonnen der Herr Mittermeier Wolfgang. Herr Mittermeier Wolfgang. Leider nicht anwesend. Dann haben wir noch eine dritte Uhr. Die Frau Eigner Johanna von der Firma Ecker. Eigner Johanna. Die nächsten zwei Preise sind auch noch gesponsert vom Krankenhaus St. Johann. Und zwar sind es zwei Essensgutscheine im Wert von 50 Euro. Einmal Villa Masianco und einmal La Rustica, Pizzeria. Gewonnen hat der Herr Höck Udo von der Firma Eka. Höck Udo. Den zweiten Gutschein hat gewonnen der Herr Breinis Manfred von der Firma Ecker. Jetzt seid ihr noch ganz gern bitten, an Herrn Gemeinderat Kreuschnick Manfred bitte vorzutreten. Die Firma Miele Center Kreuschnick hat auch zwei tolle Speise gesponsert. Und die werden wir jetzt auch verlosen. Und zwar geht es da einmal um eine Nespresso-Kaffeemaschine und einen Miele Staubsauger Ecoline. Jetzt geht es einmal zuerst um die Nespresso-Kaffeemaschine. Ich muss die zusammenreißen mit dir. Gewonnen hat die Frau Wimmer Nicole von der Firma Ecker. So, und jetzt würde ich sagen, geht es um einen Hauptpreis mehr oder weniger. Den überreicht der Herr Vizebürgermeister Georg Zimmermann und zwar einen Miele Staubsauger Ecoline. Und gewonnen hat ihn der Herr Seiringer Manfred von der Firma Ecker. Herzliche Gratulation!
So, jetzt sind wir eigentlich mit der Preisverteilung soweit durch. Und jetzt hätte ich noch ganz gerne ein paar Zahlen erwähnt bei dem Fahrradwettbewerb. Tirolweit sind geradelt worden 3.019.192 Kilometer. Ich habe es einmal ausgerechnet, das war 75 Mal um die Erdkugel. Gewaltige Leistung. St. Johann in Tirol als Veranstalter hat am drittmeisten Teilnehmer zusammengebracht in ganz Tirol. Also zuerst kommt Innsbruck mit 476 Teilnehmern, dann Wörgl mit 250 und St. Johann in Tirol mit 232 Teilnehmern. Die Veranstalter nach Kilometer, da hat St. Johann in Tirol den zweiten Platz erreicht. Vor uns liegt eigentlich nur Innsbruck mit 476 Teilnehmern, die sind 366.000 Kilometer geradelt und St. Johann in Tirol 184.000 Kilometer. Es waren mehrere Veranstalter als Teilnehmer dabei. Wie wir eben schon gehört haben, das war einmal die Firma Fritz Ecker. Das heißt, noch Veranstalter, wie viele Teilnehmer, dass sie da mehr oder weniger angemeldet haben, hat die Firma Ecker den fünften Platz erreicht, tirolweit, mit 104 Teilnehmern. Das Bezirkskrankenhaus den neunten Platz mit 47 Teilnehmern und das Marktgemeindeamt den elften Platz. Es waren auch noch dabei die Firma Erdbau Josef Rass, den 26. Platz und der DVB Kitzbühler Alpen den 33. Platz. Und das Caritas-Zentrum hat den 42. Platz erreicht. Das ist jetzt praktisch noch die Teilnehmer. Wie viel Firma, wie viele Leute sie angemeldet haben. Dann gibt es noch die Kategorie Veranstalter nach Kilometern, tirolweit, hat die Firma Ecker den sechsten Platz erreicht mit 96.457 Kilometern. Neunter Platz, Bezirkskrankenhaus St. Johann, mit 38.003 Kilometern. Zehnter Platz, Marktgemeindeamt St. Johann, mit 33.736 Kilometern. Die Firma Erdbau Josef Rass hat den 21. Platz mit 15.454 Kilometern. Der Tourismusverband Kitzbühler Alpen, St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf, Erpfendorf, den 38. Platz mit 4.102 Kilometern. Ich glaube, da hat der Jöchler Dieter maßgebend dazu beitragen, dass so viele Kilometer, glaube ich, zusammengekommen sind. 48. Platz Caritas-Zentrum St. Johann mit 627 Kilometern. Dann kommen wir zu den Kategorien Top-Veranstaltern, also die Top 10 Veranstalter nach Kilometern pro Teilnehmer, hat die Firma Erdbau Josef Rass tirolweit den 8. Platz erreicht. Das heißt, 12 Leute hat die Firma, beziehungsweise 13 Leute hat die Firma und 12 Leute haben sich angemeldet bei diesem Radwettbewerb. Das heißt, eine Beteiligung von 92%. Dann haben wir noch die Top 10 Betriebe nach Beteiligung in Prozenten der Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern. Und da hat die Marktgemeindeamt St. Johann in Tirol den ersten Platz erreicht. Die haben, wie gesagt, 127 Mitarbeiter und 44 Teilnehmer. Das gibt eine Beteiligung von 35%. Das heißt, das ist der erste Platz tirolweit. Gratuliere. Stolze Leistung. Fünfter Platz, die Firma Fritz Ecker mit 950 Mitarbeitern, angemeldet 104. Seine Beteiligung von 11%. Ist tirolweit der fünfte Platz. Neunter Platz, Bezirkskrankenhaus St. Johann, 650 Mitarbeiter und 47 haben sich angemeldet, das sind 7%. Dann haben wir noch die Top 10 Betriebe nach Beteiligung in Prozent der Betriebe mit weniger wie 50 Mitarbeitern. Und da hat die Firma Erdbau Josef Rass den zweiten Platz erreicht,
Also wir haben ja zuerst schon gesagt, von 13 Mitarbeitern haben sie 12 angemeldet und den vierten Platz erreichte der DVB Kitzbühel Alpen, St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf, Erpfendorf. So, das waren jetzt ein Haufen Zahlen. Mir hat es gefreut, wie gesagt, dass so viele Leute mitgemacht haben und dass wir so viele Kilometer zusammengebracht haben. Und es darf mich freuen, wenn wir nächstes Jahr das wiederholen könnten. Ich danke nochmal den Preisspendern, Krankenhaus Ecker, Gemeinde St. Johann und dem Herrn Kreuschnick für die tollen Preise. Und ich wünsche euch noch allen gute Unterhaltung. Die Musik spielt jetzt natürlich noch weiter. Und wer will, kann noch gerne etwas trinken und was konsumieren. Danke. Absolut ein geiles Team. Der Pitstop ist auch noch dabei, gell? Ja, das ist schon bei der Bar. Muss ich auch mal probieren. Na schau.